Komisch. So. Mal. Das erklärt, warum ich das vorher nicht darüber schweben habe lassen können. Und der letzte bisschen. Und Laderockler. Hey. So, noch die beiden Steine da weg. Und hier muss ich noch ein bisschen bohren. Und dann. Wo passt hier ein Gravity Generator hin? Ich glaube, dann kann ich den Gravity Generator hinpacken. Ich denke, das passt ganz gut. Obwohl. Hier mache ich noch zwei und danach passt das ganz gut. Und Steine sammeln. Zum Glück mache ich das so gern. So, K. Nein, das war Licht. Hier, Stone. Und weg damit. Also muss ich mich unbedingt mal die Steuerung ändern. Weil dass man da immer zu K rübergreifen muss, das nervt. Aber wahrscheinlich auch gerade nur, weil ich so viele Steine wegräumen muss. So, hier noch einer und hier noch. Passt noch nicht. So, jetzt würde es passen. Wären da keine Steine. Weg damit. So, das Eisen kann ich ja mir später einfach wieder von da unten holen. Das sieht da ziemlich unterschiedlich zum Stein aus. Stone und Nickel. Okay, also anscheinend noch ein bisschen was anderes als Stein. Aber Stein und Nickel sind sich so ähnlich, da werde ich das sicher nicht. So, hier liegt bestimmt noch irgendwo so ein kleiner Stein. Nee. Ach, das gibt's, jetzt habe ich das echt kaputt gemacht, ne? Okay. Ja, das ist ja der Nachteil, wenn man jetzt hier noch nix. Wie heißt's? Noch nicht fertig gebaut hat, die sind kommt ganz, ganz schnell weg. Kann danach aber auch ein Vorteil sein. So. Okay, und jetzt hier den Gravity Generator. Das heißt, ich mache hier nochmal Platz. Vor einem Block, auf den dann der Gravity Generator kommt. Rein. Gut, und noch ein bisschen mehr. So. Das dürfte passen. Mal kurz gucken. Vielleicht. Ich hoffe, das Beste. Dann wieder Steine wegwerfen. Was ganz was Neues. Ich glaube, die werfe ich gerade wieder ins Loch rein. Komm schon, roll davon. Roll! Na, ist egal. Es ist nicht da, wo es mich stört. Und weg damit. Und her damit. Komm. Das gibt's doch nicht, diese Schlenkung, ne? Komm. So, als wenn es so schwer wäre. Und der letzte Steine. Passt. Gut. So, und hier drauf kommt sein Gravity Generator. Der würde sogar passen und ich kann ihn sogar gleich bauen. Das finde ich ziemlich gut. So, dann baue ich erstmal das hier unten fertig, damit ich das hier gleich fertig habe. Und dann den Generator, damit ich hier Gravitation habe. So, kurz aufladen.
die hier die den Medical Room werde ich wahrscheinlich als nächstes darunter bauen. Allerdings auch nur erstmal ja, als Ersatz, sag ich mal. Weil ja, das kommt dann später alles woanders hin. Jetzt erstmal nur hier, weil ich kann jetzt schlecht warten, bis ich die komplette Station gebaut habe und einen Platz dafür habe. So, mal gucken, wie viel ich kann. Ja, ich brauche gleich Steel Plates. Genau. Steel Plate 43, das habe ich. Aber ich werde den Gravity Generator auseinandernehmen. Da bekommen wir alles, was wir wollen. Da muss ich jetzt nur Ladrockler. Da muss ich jetzt nur immer hier mein Inventar voll machen. Dann darunter. Das schweißen. Oder auch länger. Weil ich gerade Glück hatte, dass es so lang geht. So. Und dann einfach nacheinander alles holen, weil die brauchen die gleichen Komponenten. Und ja. Wenn ich das dann einfach ganz kurz anschweiße, dann geht das Ganze gleich ja, in den rein. Ich muss es dann nur noch festschweißen, sag ich mal. So. Genau, jetzt ist mein Inventar wieder leer. Und jetzt kann mir das nächste holen. So, Inventar ist gleich voll. Und ich habe doch noch Steine im Inventar, oder? Ja. Aber egal, das packe ich jetzt trotzdem schon alles rein. So, einmal kurz anschweißen. Zack. So, jetzt. Und den Rest holen. So, da wird es noch nicht funktionieren, weil ich hier keine Energie habe. Ich muss dann später auch noch einen Generator natürlich darunter tun. So. Jetzt steigt das Volumen. Hier rein. Genau, jetzt brauche ich eigentlich die, um das zu bauen, aber weil ich es nicht habe, könnte ich das andere schon mal reinlegen. Jetzt habe ich wieder Platz im Inventar. Ja, toll. Darf ich da jetzt echt für jeden einzeln gehen? Das war hammermäßig nervig. Ja. Hey. Wie viel Platz verbrauchen die denn? Richtig viel. Und der nächste. Komm. So. Und hier rein. So. Und jetzt noch drei, glaube ich. Oder zwei. Drei. So. Und wenn ich die alle drin habe, dann werde ich einfach nur noch dort stehen und ja, schweißen, bis eben ich den Rest alles ja, festgemacht habe, sag ich mal. Das würde da jetzt so rumschweben. Und ich muss das halt nur noch festmachen. So, zwei. Und dann gleich das letzte. Hier ist das letzte. So. Und jetzt einfach fertig schweißen. Das kann jetzt dauern, weil ich die Weltgeschwindigkeit auch nicht erhöht habe. Steel Plates, dann kommt Large Steel Tube, Motor, Computer und dann nochmal Steel Plates. So, aber auf den Strich her funktioniert es schon. Das wird schon funktionieren, aber ich mache noch schnell fertig. Dann hält er wahrscheinlich mehr aus oder irgend sowas. So, fertig. Wir sehen, der Ring da oben ist rot, das heißt, wir haben keinen Strom. So. Allerdings werde ich jetzt als allererstes mal hier irgendwo vielleicht ein bisschen. Ach, hier einfach. Hier. Angehen. Und mir das Zeug, das Uran, da rausholen. Damit der nicht viel verbraucht. Kann ich hier was reinpacken? Ich glaube nicht, aber ich probiere mal.
Nein. Okay, dann mache ich weiter mit denen hier. Ja, hier darf ich noch ganz viel machen. So, jetzt fliegen schon ganz viele Steine weg zum Glück. Ach, da muss ich noch viel mehr. Aber aufpassen, dass ich nicht an die Teile komme, sonst sind die gleich weg. Sag ich doch. So, passt. Und jetzt hier einfach noch den ganzen restlichen, ja, Mini-Hügel, sag ich mal, weg. So. Unser nächstes große Teil, was wir dann bauen, wird wahrscheinlich der Generator sein, weil der ziemlich wichtig ist. Ich brauche da oben im Schiff keinen. So, kurz warten.